die Fußtechnik und dann geht Bertelsen auf den Rücken. Und Ippon gibt es für Zeitlupe reingegangen. Hier haben wir es nochmal aus anderer Perspektive. Ja, das ist Ippon, das muss man sagen. Auch wenn er sich ärgert, auch wenn er da guckt zum Kampfrichter, der Indrik Bertelsen, der ist voll auf dem Rücken gelandet. Hier, genau im richtigen Moment, das Bein